Die meisten konzentrieren sich auf YouTube darauf, virale Hits zu machen. Das eine Video, das so richtig durch die Decke geht. Das ist natürlich verständlich, aber auch ein Fehler. Hallo und herzlich willkommen zu So geht YouTube. Ich bin der Jan und das erfolgreichste Video auf meinem Kanal ist das Video, in dem ich Schnittprogramme vorstelle. Und zwar nicht, weil es am Anfang ein richtig viraler Hit war. Nein, am Anfang hat das Video 80 Aufrufe am ersten Tag bekommen, ich glaube irgendwie so 70 am zweiten und so dümpelte das am Anfang so vor sich her. Das Video war überhaupt nicht erfolgreich, mein Kanal war zu dem Zeitpunkt noch relativ klein. Allerdings stellte sich langsam aber sicher Wachstum ein. Nach ein, zwei Monaten oder so hat das Video jeden Tag 500 bis 1000 Klicks bekommen und das ungebrochen bis heute. Kriegt dieses Video monatlich meistens die allermeisten Klicks von allen Videos auf meinem Kanal, obwohl das Video bald schon 2 Jahre alt ist. Das heißt, dieses Video war überhaupt kein viraler Hit. Das Video ist überhaupt nicht durch die Decke gegangen, aber es wächst langfristig einfach super, super gut. Bringt mir unglaublich viele Abonnenten. Allein die Leute, die unter dem Video auf Abonnieren geklickt haben, sind irgendwie 3000 Leute oder so. Und es sind garantiert noch viel mehr Leute, die danach auf den Kanal gegangen sind und da abonniert haben oder wie auch immer. Auf jeden Fall bringt mich dieses Video wirklich voran. Dieses Video war eines der Videos, die den Kanal wirklich zum Laufen gebracht haben. Und es war kein viraler Hit. Solche Videos sind deshalb in meinen Augen viel, viel besser als virale Hits. Viel, viel langfristiger und vor allem auch viel, naja, ich sag mal einfacher in Anführungsstrichen. Warum genau, was es damit auf sich hat, das wollen wir uns in diesem Video mal angucken. Ich habe es wieder in 3 Teile aufgeteilt und zwar erstens das Problem an Viralität, das Problem an viralen Hits. Zweitens die Alternative und drittens, wie du es schaffst, dass dein Kanal exponentiell wächst. Also gucken wir uns mal virale Hits genauer an. Was meint man erstmal mit viralen Hits? Meistens meint man damit ein Video, was so richtig durch die Decke geht, was so ein, zwei Wochen lang unglaublich viele Klicks bekommt, was plötzlich so aus dem Nichts, man lädt das Video hoch und nach ein, zwei Tagen, wumm, kriegt das massenhaft Aufrufe. Das Ganze geht über YouTube vor allem dadurch, dass der YouTube-Algorithmus merkt, oh, das Video ist spannend und es auf die Startseite packt. Ihr kennt bestimmt diesen Bereich, wo steht, das könnte dich auch interessieren. Wenn dein Video da drin ist und da gut geklickt wird, dann pusht YouTube das mehr und mehr. Wenn man es schafft, da reinzukommen, das ist quasi so der heilige Gral. Wenn man das schafft, dann schafft man es meistens, so ein Video mit mehreren hunderttausenden Klicks oder zumindest so 50.000 Klicks zu machen, selbst wenn der Kanal noch quasi 0 Abonnenten hat. Das heißt, da reinzukommen ist quasi die Möglichkeit, über YouTube selber organisch einen viralen Hit hinzukriegen. Andere Möglichkeiten sind natürlich, dass man viel über Social Media geteilt wird und so weiter. Das heißt, man bezeichnet meistens als virales Video quasi so ein Video, was einfach plötzlich aus dem Nichts durch die Decke schießt, richtig viele Aufrufe bekommt. Das ist meistens eine relativ kurzfristige Sache von ein, zwei Wochen, danach ist das Video auch wieder vergessen. Das große Problem daran ist, es liegt hauptsächlich am Glück. Klar, man kann das planen, es gibt verschiedene Faktoren, ob ein Video geteilt wird oder nicht. Manche Videos sind einfach teilbarer als andere Videos, wenn ein Video lustig ist, wenn ein Video ausgefallen ist, wenn ein Video was zeigt, wo man denkt, so wow, krass, dann teilt man das viel eher als ein Video, was einfach nur einem gerade bei einem Problem geholfen hat, irgendwas erklärt hat, was man gerade selber wissen musste oder ein Video, was einfach durchschnittlich war. Klar, es gibt Videos, die eher geteilt werden und Videos, die weniger geteilt werden und man kann auch ein bisschen was dafür tun, dass man auf die Startseite kommt. Allerdings sind das alles keine 100% sicheren Taktiken und vor allem, wenn man als Kanal sehr, sehr klein ist, dann ist das unglaublich schwierig bis unmöglich, solche Videos hinzukriegen, denn man kann sehr gute Vorarbeit machen und in den wenigsten Fällen, in manchen Fällen schafft man es auch. Wir haben zum Beispiel einen Kanal, den wir gestartet haben, von Gerne Gesund, wo wir wirklich eine gute Vorarbeit geleistet haben und es dann geschafft haben, dass die ersten 2 Videos direkt schon 100.000 Aufrufe bekommen haben durch diese Startseite. Das kann man schaffen, das ist allerdings stark mit Glück. Hängt stark mit Glück zusammen. Und jeder, der behauptet, ich schaff's, dass jedes deiner Videos irgendwie viral geht oder wir planen virale Videos, solche Firmen gibt es, die lügen. So einfach ist es. Also klar, man kann viel dafür tun, dass ein Video viral geht oder nicht, allerdings kann einem das niemand garantieren. Und das ist auch das große Problem an Viralität. Es hängt sehr, sehr stark vom Glück ab. Und es kann sein, dass man jahrelang Videos macht und man es schafft, kein einziges virales Video hinzubekommen. Was ist also die Alternative, wenn man es nicht schafft, virale Videos zu machen? Wie kann man trotzdem schnell und vor allem viel spannender langfristig auf YouTube wachsen? Die Lösung ist hier die YouTube-Suche. Über die YouTube-Suche kann man wirklich langfristige Videos sich aufbauen.
Wenn man es schafft, ein sogenanntes Evergreen-Thema zu finden, dann wird man ganz, ganz lange geklickt. Diese Evergreen nennt man Videos, die einfach langfristig, Themen, die langfristig funktionieren, Themen, die einfach immer relevant bleiben werden oder für eine sehr lange Zeit relevant bleiben werden und immer wieder von Leuten angefragt oder angeschaut werden. Das Schöne daran ist, das Ganze ist viel langfristiger, das Ganze ist viel berechenbarer und das Ganze ist auch für kleine Kanäle machbar. Selbst wenn man noch kaum Abonnenten hat, so wie ich bei dem Video, was bei mir am allermeisten Klicks bringt, da hatte mein Kanal unter 1000 Abonnenten, als ich das hochgeladen habe. Und trotzdem ist das Video langsam aber sicher in der Suche nach oben gekommen und hat sich da wirklich gehalten und kriegt massenhaft Aufrufe darüber. Das heißt, dafür braucht man keinen riesigen Kanal wie bei so einem viralen Ding, wo es wirklich unglaublich hilft, schon viele Leute zu haben, um die richtigen Zeichen an YouTube zu senden, damit viele Leute das teilen und so weiter. Sonst ist das völlig vom Glück abhängig, aber wenn man es schafft, wenn man so einen kleinen Kanal hat, kann man es trotzdem schaffen, ganz oben in der Suche zu stehen. Und das ist nicht vom Glück abhängig, ob man da gefunden wird oder nicht, wenn man die richtige Vorarbeit geleistet hat. Was ist also die richtige Vorarbeit? Zunächst einmal braucht man ein Thema, was natürlich gesucht wird. Es bringt einem nichts, irgendwo oben in der Suche zu stehen bei einem Thema, was kein Mensch sucht. Deshalb sollte man hingehen und wirklich mal gucken, was suchen die Leute. Erstmal mit Leuten reden, Leute fragen, was die Leute interessiert in der eigenen Zielgruppe. Das bringt sehr viel. Und dann kann man hingehen und sich das sogenannte Auto-Suggest-Feature von YouTube zu Nutzen machen. Man kann diese Suchvorschläge, du kennst das bestimmt, benutzen, diese Sachen, wenn man was oben bei der Suche eingibt, dann werden einem immer Vorschläge angezeigt. Die kannst du dir zunutze machen und einfach mal gucken, was sind die meistgesuchten Sachen in dem Gebiet. Denn was zeigt YouTube da an? Natürlich das, was am wahrscheinlichsten ist, dass du es eingibst. Und was ist am wahrscheinlichsten? Das, was die meisten Leute da oben eingegeben haben. Das heißt, hier siehst du genau, was sind die Sachen, die hier am meisten gesucht werden, was sind die relevantesten Sachen, die damit beginnen, was ich eingebe. Das heißt, du kannst dir dein Themengebiet eingeben und dann sehr viele Sachen sehen, die in deinem Gebiet sehr relevant sind, die in deinem Gebiet viel gesucht werden. Aber es hilft natürlich auch, mit Leuten zu sprechen, in deine Kommentare zu gucken, was die Leute sich so wünschen und so weiter, um Themen wirklich zu finden, die langfristig funktionieren. Die Frage, die du dir immer stellen solltest, wenn du auf die Suche optimieren möchtest, ist, welche Themen werden viel gesucht, haben aber wenig Konkurrenz? Das ist quasi das Ideale. Wenn du es schaffst, ein Thema zu finden, was viel in der Suche eingegeben wird, aber noch wenig da gibt oder die Videos, die da sind, sind schlecht, dann ist das ein super Thema. Oder wenn man das eingibt und da findet man nur Dokumentationen, keinen YouTuber, der sich wirklich mit dem Thema beschäftigt hat. Auch das ist ein gutes Zeichen. Das heißt, wenn da viel geklickte Videos sind, die aber irrelevant sind, wenn das hoch oben in den Auto-Suggests ist, dann ist das häufig ein Zeichen dafür, dass das Thema wirklich relevant ist. Das war auch der Grund, warum wir es bei Gerne Gesund geschafft haben, so ein virales Video zu generieren. Wir haben es erstmal auf die Suche angepasst quasi und das Video so platziert, dass wir direkt erstmal Klicks über die Suche bekommen können bei einem Kanal, der noch keine Abonnenten hat, denn nur so kann man erstmal grundsätzlich überhaupt Klicks auf dieses Video bekommen. Das heißt, ganz relevant, such dir ein Thema, was über die Suche gesucht wird. Und dann solltest du hingehen und einfach wirklich einen Top-Titel und einen Top-Video-Thumbnail haben, denn das Allerwichtigste, wenn du da in der Suche stehst und da oben bleiben möchtest, ist es einfach, dass die Leute dann auch auf dein Video klicken, weil das ist erstens der wichtigste Faktor für YouTube, ob du da oben in der Suche stehst oder nicht. Und zweitens ist das natürlich auch für dich einfach wichtig, dass du dann wirklich auch angeklickt wirst, wenn du da oben in der Suche stehst, weil wenn dich dann niemand anklickt, dann bringt dir das auch wieder nichts. Wie du Titel und Thumbnails optimierst, habe ich schon mal hier in dem Video, da bin ich schon mal genauer darauf eingegangen. Und dann kannst du natürlich auch selber noch was dafür tun. Das heißt, du kannst zum Beispiel dein Video selber aktiv verbreiten. Auf YouTube, auf Google. Du kannst dein Video in Foren oder in Gutfrage-Seiten verbreiten. Auf Facebook kannst du deine Videos verbreiten. Theoretisch in anderen Blogs oder in deinem eigenen Blog und so weiter. Das heißt, wenn du dein Video dann noch weiter verbreitest, noch aktiv auf andere Seiten setzt, wo es wieder gefunden wird, dann hast du noch mehr Videos quasi, die langfristig auch für immer da gefunden werden können. Du kannst mit diesem einen Video noch mehr Klicks quasi auf das Video bringen und auch das kann dir beim langfristigen Wachstum sehr helfen. Wenn du zum Beispiel wenn man das bei Google eingibt und man findet ganz oben irgendwie so eine Frageseite oder ein Forum, wo jemand genau das gefragt hat, dann klickt man da drauf und da hast du einen Kommentar verfasst, der dann auf dein Video verleitet, dann ist das natürlich auch wieder eine Quelle, wo du langfristig drüber gefunden werden kannst. Und so kannst du es schaffen, wirklich Videos zu machen, die nicht nur einmal durch die Decke gehen und dann keine Relevanz mehr haben oder überhaupt keine von den Videos zu machen, weil es unglaublich schwer ist, solche Videos zu machen, sondern wirklich Videos zu machen, die langsam aber sicher wachsen, aber dir dafür langfristig und für immer ein starkes Wachstum zu bringen. Und sogar noch besser, kommen wir zu Punkt 3. Wie schafft man es, dass dein Kanal exponentiell wächst?
Exponentiell heißt quasi immer schneller und schneller. Dass du nicht quasi einfach nur immer gleich schnell wächst, quasi linear, sondern dass dein Kanal anfängt schneller und schneller zu wachsen und immer schneller und schneller und in Zukunft noch schneller und noch schneller wächst. Wie kann man das schaffen? Nun, das geht dadurch, dass du einfach mehrere und immer wieder neue Videos machst. Und zwar immer mit dieser Strategie. Denn wenn du ein Video hast, was in der Suche ist, ist das schön, dann wirst du darüber gefunden und kriegst regelmäßig Klicks. Wenn du jetzt ein zweites Video machst, was in der Suche ist, dann wirst du auch über dieses zusätzlich gefunden und kriegst auch für das langfristig immer mehr Klicks. Und wenn du dann mehr und mehr Videos quasi machst, die so funktionieren, dann kriegst du auch mehr und mehr Klicks in Zukunft und kannst immer mehr und mehr Aufrufe langfristig bekommen. Das heißt, über diese Strategie, diese Videos zu machen, und zwar regelmäßig, kannst du langfristig wirklich viele Aufrufe bekommen. Das Schöne ist, das ist wirklich nicht nur so ein Spike und dann bist du vergessen, dann ist das Video quasi irrelevant, sondern das funktioniert wirklich auf Dauer und für immer. Und dein Kanal wächst schneller und schneller. So, ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Thema weiterhelfen, deinen Kanal zum Wachstum zu bringen. Wenn du es überhaupt nicht schaffst, dass dein Kanal wächst, wenn du gerade kaum Abonnenten hast, kaum Klicks und der Kanal einfach nicht zum Wachsen kommen will, egal was du probierst, dann solltest du dir am besten mal unser kostenloses Webinar angucken. Das habe ich extra dafür erstellt, damit du genau die Informationen bekommst, die du brauchst, wenn dein Kanal einfach nicht wachsen möchte. Die drei häufigsten Fehler stelle ich hier vor. Guck dir das sehr gerne an, ist komplett kostenlos. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Das war's von mir. Tschüss, euer Jan.